herzlich willkommen zurück hier bei Forza Horizon 4. Ich versuche hier gerade die Driftzone auf Gold zu kriegen. Aber dazu muss der erste Drift gut klappen. Ich finde es mittlerweile gut, dass sie die Fahrzeuge deaktivieren, die da drin sind. In Forza Horizon 3 bist du immer gegen die ganzen NPCs und gegen die ganzen Driver-Tare und hast nicht gesehen, bist du immer gegen gedriftet. Das ist total nervig. Das haben sie gut gemacht. Du hast dein Ziel erreicht. Nein, um 4000. Ah, der lässt sich echt gut driften. So muss das laufen, meine Fresse. Ging doch ganz gut. Bam. 3 Sterne. So. Und Solo natürlich. Was? Modern, super. Ah, haben wir denn eine Cora. Passt da perfekt. Boah, lässt sich aber gut driften, muss ich sagen. Also, läuft doch ganz gut. So. Gegen R8 sehe ich da. Lamborghini sehe ich. Aber ich weiß nicht, wer in Aventador. Ein I8, McLaren P1. Ferrari. Jetzt bin ich hier gerade lang gedriftet, Leute. Super modern auf so einen kleinen Rundkurs. Wollte ich mich wohl verarschen. Ich habe einen Hecktriebler. Das ist für so einen Kurs echt beschissen. Beim Driften kostet ja Zeit. Ich komme aber in die vorderen beiden, kommt man nicht mehr dran. 488 Einfluss. R8, Alter. Allrad. Super Wagen.
Oh, ich komme ran. Ich mache einfach die Tür zu. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal rankomme, ansatzweise. Jawohl! Erster Platz. Wenn auch nicht ganz nett erkämpft, aber erkämpft ist erkämpft. Jawohl, sehr schön. Wieder etwas Geld. Klasse. 781.000. Einfluss, sehr schön. Ja, hier war das mit dem. Also wir müssen definitiv mehr Rennen davon fahren. Um den Preis zu schalten für die Blitzer. Bei denen pushen wir dann ein bisschen, den geben wir noch Turbolader dazu und alles. Das Horizon Motocross Team, okay. Oh, oh, oh. Njo, Luftgitarre oder was? Bescheuert. Wer braucht denn sowas, Mann? Okay, es wird Zeit. Mhm. Ich habe eine angeblich nicht passierbare Schlammstraße, ein Team von Motocross-Fahrern und das dringende Bedürfnis herauszufinden, was du dort anstellst. Ich weiß schon, wo wir lang fahren. Wir fahren hier wieder durch den Steinbruch und so hier so durch. Oh, darauf habe ich Bock. Oh, die Lichter sehen ja geil aus bei dem Wagen. In 100 Metern rechts abbiegen. Metern links abbiegen. Links abbiegen. Durch. Aber jetzt schon. Schaffe ich das, wenn ich weiter aus direkt anfahre? Nein. Ich brauche da echt einen schnelleren Wagen, ey. Ich muss von der anderen Seite kommen. Ich mein's ernst. Komm besser her und hol dir deinen Mini, sonst gehört er mir. Oh, der Mini ist fertig. Kurz hier noch. Jawohl, Straße entdeckt. Sehr schön. So, das nächste Schaurennen. Das Horizon Motocross Team. Jawohl, sogar mit dem gleichen Wagen wie im Intro. Geil! Backflip Superman. Macht man mal eben so. Ah ja, schau rein. Na, wie läuft's auf der Dirt-Strecke? Ziemlich gut, oder? Ich hab dich fahren sehen. Ja. Aber bist du besser als, sagen wir, ein Dirtbike? Okay, auch besser als vier Dirtbikes? Immer. Ich bin immer besser. Ja, ja, machen die fertig. Get ready. Go. Okay, Leute, das wird ein Kinderspiel. Verpasst nur nicht die Kontrollpunkte. Los geht's. Habt ihr gerade Geld verloren? Stört mich nicht. War ein guter Teaser am Anfang, weil. Ja, ihr kürzt einfach ab, ihr feigen Leute. Wir kommen jetzt zum Steinbruch. Da sind's hinter mir, ey. Sechster Gang, Vollgas.
Jo, da haut der Backflip raus. Hey Blau, ab durch den Tunnel. Oh. Ist auf einmal in der Luft beschleunigt worden. Oh, da hat aber Gelb Lila abgeräumt. Dann bin wohl nur noch ich übrig. Ich wollte schon, dass ich als Vollgas gebe, ne? It's my win. Das war fantastisch. Jetzt habe ich ein verblüfftes Team von Motocross-Fahrern, die sich hinter das Steuer deines Autos setzen wollen. Ich nehme an, du willst ihre Bikes nicht ausprobieren. Doch, klar, gib her. Jawoll. Ja, gut. In Dirt haben wir Einfluss zugenommen, ne? Hot Airs 200 ist das wahrscheinlich. Na? Wer meine Dirt 4 Serie guckt, weiß falsch gemacht haben. Bescheid. Ich sehe dich nämlich immer noch nicht im Horizon-Kader. Ich schaue mir das mal an und du belehrst mich eines Besseren, okay? Oh, es gibt noch 2 Showrennen. Okay. Na, sieh mal an, wer einen Platz in Runde 4 der Dirt-Rennserie ergattert hat. So, das neue Veranstaltungsprogramm wurde deinem Kalender hinzugefügt. Und nach deiner letzten Leistung bin ich wirklich gespannt, was du daraus machst. Jo, ich auch. Was müssen wir hier bitte drauf haben? 290, ich hol das Schild und dann gehen wir hier in die Driftzone. Driften. In 100 Metern rechts abbiegen. Oh, neue persönliche Bestleistung, wenn du es erstmal durch so einen Blitzer fährst, ey. Links abbiegen. 90.000. In 400 Metern rechts abbiegen. Da ist sogar ein Haus. Was soll das Haus kosten? Kostet sicher nur 200.000, dann gönne ich mir das. Häuserkauf, 350.000. Malerischer wird's nicht, mein Freundchen. Das hier steht unter Denkmalschutz. Ja. Also bitte mich nicht um eine Satellitenschüssel oder ein Basketballfeld. Ach komm, weißt du was? Ich will Häuser haben. Aber wie schon mir alle Häuser. Vorsichtig. Den Denkmalschutz willst du nicht gegen dich aufbringen. Ja, keine Sorge, da wird nichts gemacht. Nein. 500, okay. Ja. Da können wir auch dann im Auto, so. Aber ich will halt stellen, wo man Fahrzeuge wechseln kann im Prinzip und alles, ne? So, Hot Life. 6 Wheel Spins haben wir. Dann hau mal raus! Bitte keine Hupen. Nur keine Hupen und keine Klamotten. Ja, 2000 SVT Cobra R ist nicht schlecht. Ein Auto mehr in unserer Sammlung, das ist super. Ja, gut, geht. Sieht gar nicht so schlimm aus, das T-Shirt. Ah! Hätte den 303er Porsche genommen. Schläfrig, legendär, Alter. Warum ist das legendär? Gib mir den Dad. Ah, den Kuntatsch. Gelbe Bikerhandschuhe, Mann. Das brauche ich nicht sagen, oder? Ja, ja, ja! Boah, Arctic Trucks. Nilux, Alter, der hat in real life so fette Räder, Alter. Das ist unnormal, wer sowas schon mal gesehen hat. Ah ja, Autoscheinwunde, ne? Oh, ja, ich hab das Ding vergessen. Ich weiß, Leute, ich hab's gesehen. Ihr steht doch unter Denkmalschutz. Was denkt ihr euch? Was war das für ein Schild? 5000? Ja, 5000 Einflusstafel auch noch.
Okay. Okay, ich muss hier nochmal einen zweiten Gang von oben nach unten durchfahren. Shit. Alter. Ich glaube nicht, dass der das Richtige für die Zone hier ist. Du hast dein Ziel erreicht. 60.000. Komm, da schaffen wir auch die 90, oder? Da schaffen wir auch die 90. Auch wenn es mich jetzt ein paar Versuche kostet. Ich will, wenn ich sowas mache, will ich die 3 Sterne haben. Shit. Ich muss den direkt oben besser ansetzen. Und dann in den zweiten Gang kommen. Sag nicht, das ist jetzt schon komplett wieder weg. Das ist komplett weg. Kacke. Aber wir wissen, wie wir jetzt da durchkommen im dritten Gang. Also man darf nur einmal zurücksetzen. Okay. Da war ich aber knapp unter 90.000, also es ist possible mit dem hier. Man muss es nur richtig angehen. Mist! Ich habe den letzten Drift verkackt. Es gibt für euch eine längere Folge, aber die 3 Sterne will ich haben. Da bin ich heiß drauf, ey. Ich schneide da nichts raus für euch. Ihr kriegt die volle... Ihr kriegt alles mit. Das war so ärgerlich. 7.000 Punkte, Alter. Die kann ich ja wohl irgendwo rausholen. Mehr Geschwindigkeit heißt auch mehr Punkte, ne? Ja, da. Das kann ich komplett zurücksetzen. Gucken, wie weit ich zurückkomme. Den Drift habe ich so schlecht angesetzt. Ich mache mal so weit zurück, wie ich kann, dass ich da einfach... Der Anfang war schon nicht so gut. Eieiei. Gleich umdrehen hier.
Come on, das kriegen wir doch wohl irgendwie hin. Gibt's für euch eine etwas längere Folge einfach mal. Aber ich will das jetzt schaffen hier. Ich hätte echt gehofft, dass wir das eine Mal die 90.000 hinkriegen. Ja, Mann. So muss das laufen. So. Hey, was fällt dir ein, durch meine Driftzone zu schleudern? Ja, was fällt mir bloß Spaß. Ein, ne? Dafür sind sie da. Und es gibt neue Driftzonen. Jawoll, richtig nice. Wo ende ich hier? Da ende ich dann da. Dann können wir von da aus dann wieder... Ich bräuchte eigentlich Straßenrennen, aber... Weil ich den Dings haben will. Nicht für den Horizon-Kader zu qualifizieren, dann müssen wir wahrscheinlich eh wieder darunter. Oh, hier haben wir einen Sprung. Komm, wir machen jetzt noch den Sprung. Ich hätte jetzt gesagt, ich fahre da zum Rennen, aber wir können ja mal so ein paar Nebensachen hier machen. In 400 Metern scharf links abbiegen. Ah, hau ich 97.000 raus. Richtig nice. Scharf links abbiegen. Rechts abbiegen. Ich weiß, dieses Auto gehört normal nicht hierhin, aber in Forza Horizon ist sowas halt möglich, ne? Ja, nur ein bisschen Einfluss dazu verdienen, ist mir schon klar. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Du hast dein Ziel erreicht. Ich weiß. Ich muss von der anderen Ecke kommen. Ja, komm, fahren wir mal kurz bis zur Kreuzung und zurück. Damit ich im Flow bin. Und wir hier ordentlich die Straße freigeschaltet haben. Weil es bringt ja immerhin auch Einfluss, ne? Und der geht einfach schon wieder hoch. 171 Straßen haben wir schon. Ich guck vorher nicht, wie viel wir brauchen. Okay, da muss ich ein bisschen weiter auf dem Weg bleiben. Meter, das muss doch wohl 3 Sterne sein, Alter. Jawohl. So, und jetzt können wir trotzdem noch da hochfahren. Zu dem Rennen. Oh, shit. Bin ich jetzt einfach mal so mies querfett eingefahren. Aber das war jetzt zum Beispiel am Ende unserer Driftzone hier. So, dann sind wir diesmal am Ende unserer Folge angekommen. Also wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da. Kommentiert, was ich verbessern kann. Abonniert mich, damit ihr definitiv nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.